Weiter geht's, Leute, mit Pokémon X. In dem letzten Part hatten wir sehr viele Trainer geklopft, sehr vieles erforscht und jetzt sind wir in Tempera City angekommen. Und hier befindet sich auch der nächste Arena-Leiter, den werden wir uns gleich mal vorknüpfen, aber zuerst möchte ich noch die Stadt erforschen, ja? So, ich laber mal mit den Menschen hier, um zu gucken, was die uns zu sagen haben. Hey Kindchen, kennst du zufällig Vivian, eine Wissenschaftlerin aus der Einal-Region? Sie hat ein System namens Spielsynchro entwickelt. Das ist der absolute Wahnsinn, sag ich dir. Okay, ich weiß nicht unbedingt, was es war. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen geschickt wurden, träumen im Schlaf. Ah, okay, ich glaube, sie meint die Traumwelt, ne? Kann es sein? Ich weiß leider nicht, wie das mit der Traumwelt funktioniert. Ich habe es noch nie probiert. Deshalb ist es für mich so sehr skurril. Ich kann nur den Namen Traumwelt, aber auch mehr auch nicht. Ich weiß nicht, was sich dort ereignet und wozu das gut ist. Auf jeden Fall habe ich einige Informationen, die ich euch jetzt sagen kann und das reicht schon. Ne? Hauptsache, es gibt die Traumwelt und ja, dort kann man sich hinbegeben. Und ihr wisst Bescheid. So, es gibt noch zwei weitere Häuser hier und die werden wir uns gleich mal angucken. Was gibt's bei dir, Mausi? Wenn ein paar Leckereien übrig sind, dann bekommt sie der Stärkere. Warum das denn? Voll uncool, ey. Voll unfair aufgeteilt, finde ich, ja? Nicht cool. Du da. Es gibt Dinge, die man nur zu zweit tun kann. Oh, that's what she said. Oh, Levius. Oh. Ja, Kinder, ich glaube, ihr wisst Bescheid. Ich glaube, ich muss hier nichts mal dazu beitragen, ne? Ich meine, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und wir machen hier gleich weiter in den nächsten Haus. Beim Dreierkampf und beim Raiumkampf setzt man drei Pokémon auf einmal ein. Angeblich wurden diese neue Kampfformen in der Einal-Region entwickelt. Ja, das stimmt wirklich. Und ich frage mich, ob die hier in diesem Spiel auch vorkommen werden. Ich denke nicht, weil das Spiel viel zu gut ist. Aber aber ich denke nicht, dass das im Spielverlauf vorkommen wird. Ja, so, was gibt's bei dir? Hey, hör dir bitte mal an, wie ich Pokémon Ruf imitiere. Okay. Ich habe keine Ahnung, nach was das klang. Boah, Bruder, keine Ahnung. Das hier? Keine Ahnung. Ja, das kenne ich. Das kommt mir schon eher bekannt vor. Logok! Sehr gut, ich bin der Meister der Pokémon-Rufe. Pokiwedel. Okay. Nichts Besonderes, aber egal. So, bei diesem Kerl hier gibt es etwas ganz Cooles, ne? Also ich werde jetzt eventuell für 20, 30 Sekunden die Fresse halten, weil das einfach epic ist. Also, lauscht einfach mal hin. Wer Bescheid weiß, weiß Bescheid. So heißt mein Lied. Willst du es dir anhören? Klar. Viel Spaß, Leute. Das Lied ist viel zu gut. Das Lied ist so gut. Oh mein Gott. Ich finde es so gut, dass sie das wieder im Spiel eingeführt haben. Falls ihr nicht Bescheid wisst, in Pokémon Weiß 2 gab es halt diese Musik. Die kam sehr oft vor, falls irgendetwas Tragisches passiert ist oder so. Auf jeden Fall war es sehr emotional, wie ich finde. Und ich mag dieses Lied wirklich sehr. Und ich wollte es diesmal halt mit euch teilen, denn ich mag es wirklich sehr. Ich mag es wirklich sehr. Und ich finde es so cool, dass sie das... Boah, stimmt, bevor du hin. Ich find's so cool, dass sie es neu gemacht haben. So, ja, so voll neu, so voll leidenschaftlich mit Emotionen und so. Ich war so voll froh, als ich das gehört habe. Ich hab's erst vor kurzem entdeckt an sich, ne? Und ich war halt sehr, ja, ich war sehr froh, es gehört zu haben. Und ich wollte es halt mit euch teilen, weil ich das sehr cool finde, das Lied, ja? Und, ja, jetzt geht's weiter zur Arena. Und, wisst ihr Bescheid, so. Oh, Serena, was geht? Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich würde gerne eine Mega-Entwicklung sehen. Natürlich ist es dir überlassen, ob du die Mega-Entwicklung einsetzt oder nicht. Aber ich möchte gerne das voll ausgeschöpfte Potenzial von Pokémon erleben. Naja, ich weiß nicht, ob ich es dir zeigen soll, Mausi, denn, ja, du würdest sofort verlieren. Also mit Logok, würde ich mich nicht unbedingt anlegen.
Aber du kannst es mal versuchen. Ich werde aber versuchen, mit Lapras zu kämpfen. Ich habe jetzt offscreen meinem Lapras Glücksei gegeben, damit es mehr Erfahrungspunkte in den Kämpfen bekommt. Und ich hoffe, dass das mal so reichen wird. Ich mache mal Surfer an dieser Stelle und gucke, wie weit wir damit, vorankommen werden. Okay. Okay, die Hälfte weg. Ich mache noch Regentanz, damit meine Wasserattacken stärker werden. So, sehr gut. Das sollte ausreichen, um ihm die Hälfte wegzuziehen und also einfach das übrige Leben, das er noch hat. Nicht verwehrt werden, nicht verwehrt werden, sehr gut. Und es reicht auch, sehr gut. Du, 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 du. Level up, Lapras, sehr gut. Das machst du sehr, sehr vorbildlich, ja. Deine Werte sind zwar nicht unbedingt die besten, aber ich hoffe, das wird sich mit der Zeit ändern. Ich denke zwar nicht, ich könnte es eventuell super trainieren, so als etwas Supertraining mit S machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Ich mache es vielleicht, ich werde es mir noch überlegen. Auf jeden Fall hat es Eisstrahl erlernt, was ich gerade sehr, sehr cool finde. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Denn die Arena, wo wir uns hinbegeben, hat was damit zu tun, ne? Naja, dazu kommen wir gleich. So, Absol. Schlitzer, oh mein Gott, nicht alles. Sehr gut. Okay, ich glaube, ich muss mich hier definitiv mal aufheilen. Ich benutze mal einen Supertrank. Sollte ausreichen. Und, ah, goddammit. Ich verliere sehr viel irgendwie durch diesen verkackten Schlitzer. Ruckzuckip. Sehr gut, das war dumm von dir, Absol. Aber ist okay, kann man so stehen lassen. Und ja, das letzte Pokémon wird... Nein, nicht Regen, hör auf, nicht zu regnen. Das nervt. Du sollst regnen, weil Regen gut ist. Routena, ach so, okay. Ich schalte mich kurz nochmal auf. Ich glaube, das wird Lapras nicht überleben, weil Lapras schwach ist. Ja? Psystrahl. Okay, das geht noch. Dann nochmal Surfer hier. Und er stirbt nicht. Ach was, nee, really? Warum das denn? Meine, wir sind ein Wasser-Pokémon. Na egal, so geht's auch. Sehr gut. Und Lapras bekommt sehr viele Erfahrungspunkte, was sehr cool ist. Dein Talent als Pokémon-Trainer hat es mir schwer angetan. Ich mag dich so sehr. Oh mein Gott, du bist so gut. Das nehme ich einfach mal sehr gekonnt als Kompliment an, ne? Wir sind zur selben Zeit von Assisia aufgebrochen und haben denselben Weg zurückgelegt. Und doch unterscheidet sich unsere Stärke. Was hast du, was ich nicht habe? Worin unterscheiden wir uns? Gib auf jeden Fall dein Bestes in der Arena. Okay, ich kann dir die Antwort an sich geben, Leute. Ja, was uns unterscheidet ist zuerst mal einfach die Tatsache, dass alle Menschen anders sind. Und damit fängt es schon an. Also ich habe eventuell eine andere Sichtweise, eine andere Denkweise und andere Gedanken als sie. Zumal schon, weil ich männlich und sie weiblich ist, ne? Da unterscheiden wir uns sofort schon. Und uns unterscheidet halt einfach die Art, wie wir denken und handeln in den Kämpfen. Ich denke, das macht uns aus, ja? Und so kann ich mir das Ganze dann auch erklären, warum ich stärker bin als sie, ja? So kann man es am besten erklären, ohne wirklich viel rumzuspacken. So viel mal dazu. Ich war jetzt offscreen auch noch einkaufen und ich habe auch Sachen verkauft. Das heißt, ich habe mir jetzt eventuell Sachen, die ich vorhin nicht hatte, so Hyperheiler, Topschutz und bla bla. Und das finde ich alles sehr chillig von mir, ne, oder so. So, falls ihr noch nicht drauf gekommen seid, das hier ist eine Pflanzenarena und es trifft sich sehr gut, dass Lapras jetzt Eisstrahl gelernt hat, denn ich kann jetzt auch Wasser-Pokémon, also nicht Wasser-Pokémon, Pflanzen-Pokémon mit Wasser-Pokémon töten, was sehr cool ist. So, das hier sollte der erste Trainer sein. Du da, was geht mit dir? Diese Arena hat schon einige Trainer auf sich, also ich denke, hier sind wirklich schon sehr viele, die man bewundern und sehen kann. Und ich werde mal gucken, ob ich das alles schaffe. Falls nicht, dann eben nicht. Keine Ahnung. Nee, ich sollte schon in der Lage sein, alles zu schaffen oder so. Okay, mal gucken, ob Lapras sich hier durchkämpfen kann. Mit Eisstrahl. Ich denke, eventuell wird es hier irgendwo sterben, weil es einfach zu langsam ist oder einfach, weil es die Gegner nicht mit einem One-Hit töten kann. Aber das werden wir noch sehen. So, Level up. Auf jeden Fall bekommt es Level. Das ist doch das, was zählt. Sehr gut. Ich glaube, ich habe meinen Epitaler nicht angemacht. Kann das sein?
Okay, ich habe jetzt die Animation und den Peter da angemacht, was sehr cool ist. Und das heißt, jetzt bekommen alle meine Pokémon Erfahrungspunkte durch die Kämpfe, die wir hier bestreiten werden. Und ich finde, das gibt sich sehr gut in so einer Arena, denn hier bekommt man meistens sehr viele Erfahrungspunkte. Wegen all den Trainern und vor allem wegen dem Arenaleiter. Also zumal Lapras wird hier voll Level abstauben, weil der ja am wenigsten gelevelt ist und eher weil der Typ den Glücksei trägt oder das Glücksei trägt. Und ich denke, deshalb sollte er sehr viel Erfahrungspunkte hier abstauben. Die anderen sollten auch sehr viel bekommen, also wird das alles voll easy. So, Silvio, ach so cool. Castadue, was ist das denn? Ach, dieses Teil. Was ist das überhaupt für ein Typ-Pokémon? Also ich denke, das ist von Pflanze und Stahl oder so. Es sieht auf jeden Fall danach aus. Ich denke, Eisstrahl sollte hier normal wirken, weil Stahl. Trotzdem mache ich es. Ja, wie gedacht. Ich hätte es mir schon denken können. Ich hab's mir gedacht. Ne? Okay, das war nicht effektiv, Gyro-Ball, ne? Ja, warte, Lapras kann ja Eis attacken, aber es sollte kein Eis-Pokémon sein, oder ist es ein Eis-Pokémon? Ich muss das jetzt mal nachprüfen. Ich weiß es nicht so genau. Es sollte aber auch ein Dingens sein, glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Okay, es ist vom Typ Eis. Ja, stimmt. Deshalb wirken auch Stahl-Attacken auf es sehr gut, glaube ich. Oder normal, weil es auch vom Typ Wasser ist. Auf jeden Fall sind Kampfattacken sehr gut gegen Lapras. Und was noch? Ja, Blitzattacken sowieso, also Donnerattacken. Und Blagos, keine Ahnung. So, Balgoras bekommt ein Level Up. Sehr cool. Ja, ich möchte die jetzt gerne so levelgemäß halten, so levelgleich. Aber mein Logo ist ja bereits 10 Level höher als die meisten meiner Pokémon, was sehr doof ist. Das trifft sich gar nicht gut, wie ich finde. Es ist sehr unausgeglichen. Und ich würde es gerne ausgleichen, aber ich weiß nicht wie. Hier kann man nicht wirklich unbedingt überall trainieren. Ich könnte jetzt den EP-Teil ausschalten, damit Logo keine Erfahrungspunkte mehr bekommt für eine Zeit, während die anderen nachkommen und zu dem gleichen Level hinaufsteigen. Aber das würde auch nicht gut klappen, denn die anderen würden dann auch nicht trainiert werden, die auch auf dem schlechten Level sind, ja? Also, mein Balgoras ist zum Beispiel jetzt auch auf Level 32 oder 33 und der muss ja auch noch trainiert werden. Und der EP-Teil trifft sich da sehr gut. Wenn ich den jetzt ausschalte, bekommt er gar nichts mehr. Und ja, er ist noch nicht reif, um selber was zu reißen. Deshalb muss ich es wohl oder übel noch so machen, bis er selber mal kämpfen kann. Und ich denke, nachdem er sich entwickelt hat, das sollte auf Level 39 passieren, wird er uns eventuell nützlich sein. So, das war sehr gut gesagt von mir. Ich habe das wirklich gut gemacht. Und jetzt begeben wir uns weiter zum Baum des Verderbens. Und das ist ein Baum. Es ist einfach so ein riesiger Baum, wo man sich halt ja hinschwingt und dann halt bis zum oberen Punkt ankommt, wo sich der Arenaleiter befindet. Ich finde das cool. Ich meine, in so einer Arena so einen fetten Baum hinzuplatzieren, ist schon eine geile Sache. Ich weiß nicht, wie lange dieser Baum gebraucht hat, um zu wachsen. Ich denke, so über 2000 Jahre bestimmt. Aber auf jeden Fall hat der Typ es geschafft, so einen Baum, ja, zu bekommen. Und den so zu installieren, damit er halt diesen Parcours hier hinstellt. Oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so in etwa. Ich laber viel Mist. Es ist aber gut so. Ich bin gerade in Laune, Mist zu labern. Und das ist gar nicht mal so schlecht, denn ich bin gerade sehr spontan drauf. Und es kommen gute Sachen. Wenn ich so ernst wirke, dann kommt meistens nur so sehr lineares Gesprächsstoff, so voll lame. Und da kommt nicht so viel Abwechslung so vom dem Scheiß, was ich gerade laber halt. Und so ist es, glaube ich, etwas geiler für euch und für mich vor allem, ja. So, Boma Damm tot. Und mir fällt gerade auf, dass dieses Pokémon Damm, also Dame, im Namen hat. Und das heißt, es ist weiblich. Es muss an sich weiblich sein. Oh mein Gott, die heißt Rangerin Elodie. Ich habe mir den Namen schon in meinem Privat-Let's Play gemerkt. Ich weiß nicht warum. Ich mag den Namen Elodie extrem gerne. Ich weiß nicht warum. Es klingt einfach sehr gut. Elodie. Ich mag den Namen. Der gefällt mir. Naja, so viel mal dazu und jetzt können wir uns weiterhin zum Baum des Verderbens begeben. Und hier gibt es so viele Wege und da gibt es eine Rutschbahn, Bruder. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, das hältst du nicht im Kopf aus. So, gibt es hier was? Oh mein Gott, das sieht geil aus. Ich denke, wir sind fast an der Spitze angekommen, denn die Rutschbahn ist, ja, das finale Produkt, das man sieht in dieser Arena oder so. Produkt? Das klingt doof. Naja, egal. Manche Team und ich harmonieren perfekt miteinander. Das macht uns auch so stark. Gemeinsam sind wir stark.
Ist eine Yu-Gi-Oh! Karte, ich mag die sehr, ne? Also, falls ihr Yu-Gi-Oh! Kennt, Yu-Gi-Oh! Ist geil, Yu-Gi-Oh! Macht Spaß. Und gemeinsam sind wir stark, ist eine geile Karte. So, egal, so viel mal dazu. Duflor, geh mal sterben. Und ich finde, sie hätten mehr neue Pokémon hinplatzieren sollen als so viele alte, ne? Das finde ich jetzt etwas ein bisschen lame. Weil ich möchte etwas, ja, ich möchte neue Pokémon sehen, die gut gemacht wurden, ne? Also nachdem bei Pokémon X, also einfach bei Pokémon Schwarz 2, so viel verkackt wurde, hatte ich mich halt auf die nächste Generation gefreut mit neuen, guten Pokémon. Und hier gibt es wirklich gute Pokémon, die gemacht wurden. Es gibt natürlich auch wieder schlechte, aber mehr gute als schlechte. Aber es sind einfach zu wenig. Ich denke, es wurden 69 Pokémon gemacht. 69 neue Pokémon. 69, versteht er? Ich denke, das wurde mit Absicht gemacht, damit man diesen Witz reißen kann, ne? Ich denke, das wurde wirklich mit Absicht gemacht, das Ganze. Naja, abgesehen mal davon, es sind zu wenig und ich hätte mir mehr gewünscht. Logok möchte Schlitzer lernen. Das macht keinen Sinn, es hat bereits Dunkelklau. Also, weg damit, Bruder. Ich werde Logok nie wieder benutzen, der ist einfach OP. Ich kann einfach alles zerstören. Und wenn ich OP sage, meine ich overpowered, also einfach zu stark. Also merkt euch die Abkürzung, ich werde die jetzt des Öfteren benutzen, falls ich irgendetwas sagen möchte. Denn OP ist geil und es ist halt abgekürzt, weil es abgekürzt ist. Naja, ich schwing mein Ding und begebe mich dann hier weiter zum Baum des Verderbens. Und ich bin schon angekommen, das ging aber schnell. Oh mein Gott, ich hatte es in meinem eigenen Dingens etwas anders in Erinnerung. Ich denke, ich habe ein paar Trainer übersehen, todsicher. Denn ich hatte... Nee, bei mir war es anders. Bei mir war es bestimmt anders. Ich habe irgendetwas übersehen in dieser Arena. Irgendwelche Trainer. Wenigstens 1 bis 2 Stück habe ich bestimmt übersehen. Egal, man kann nicht alles können. So, nein, du machst das falsch. So, sehr gut. Okay, jetzt können wir uns dem Arena-Leiter stellen. Was geht? Sieht aus wie ein alter Mann. Ist auch ein alter Mann. Was hat der Typ in der Hand? Das sieht voll cool aus, so voll Keyblade, voll Kingdom Hearts mäßig. Oh, wen haben wir denn hier? Ich bin Amaro, der hiesige Arena-Leiter. Na, wie hat dir mein Parcours gefallen? Ich habe jeden Grashalm, aus dem diese Anlage besteht, eigenhändig ausgesucht. Du kannst das als kleinen Vorgeschmack auf meine Stärke verstehen. Und jetzt bekommst du die volle Packung. Ich mag die Mucke, ich mag die Arena-Mucke, die gefällt mir wirklich sehr gut. Die Trainer-Mucke gefällt mir nicht wirklich gut, die Rival-Mucke geht, aber das ist wirklich sauber, das gefällt mir. An diese Mucke kann ich mich wirklich sehr leicht gewöhnen, denn die klingt einfach geil. Was ist das denn, Akrobatik, oh mein Gott. Ich bekomme auf die Fresse, ey. Sehr gut, sehr gut. Ey, wenn ich das hier mit Lapras schaffe, ne, sollte der Arena-Leiter sich schämen. Mit einem Wasser-Pokémon hier alles zu beefen, ist schon traurig. Ist an sich traurig. Aber Lapras hat ja auch, bekommt ja auch noch Step auf Eistrahl. Und Eistrahl ist ja schon, glaube ich, Stärke 90 oder 95. Ich glaube, es wurde runtergeschraubt auf 90. Früher war es immer 95. Naja, man kann nicht alles haben. Und das reicht auch aus. Sehr gut. Alter, das geht viel zu gut voran hier. Und ich kämpfe nicht mal mit Logok. Stellt euch das Ganze mit Logok vor. Mega Logok. Ein Feuerhieb und ich töte alles. Also ein Feuerfeger. Oh mein Gott, das würde so abgehen, ey. Das würde so abgehen, Kinder. Was ist das denn? Chevum. Oh, dieses hier war etwas böse. Und ich habe nur noch einen einzigen Eistrahl übrig. Ich hoffe, das reicht. Ich denke zwar nicht. Ja, das war klar. Das war klar. Das war's für Lapras. Egal, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall hat er sich sehr gut gemacht und ich werde jetzt, zu wem soll ich hier jetzt wechseln? Warte mal kurz überlegen. Ich könnte Balgoras nehmen, aber der würde sofort sterben durch diese Attacke, die gerade eingesetzt wurde. Und ja, ich werde einfach mal Ragnarok nehmen. Ragnarok! Ach ja, übrigens kann ich den entwickeln mit einem Finsterstein, den ich gerade leider nicht besitze. Ich weiß nicht warum. Ich hab den halt nicht. Ich bekomme den erst ganz spät im Spiel, was sehr doof ist. Sehr doof. Und das war's für den 4. Arena-Leiter.
Was für ein fulminanter Kampf. Dein Team vertraut dir und du vertraust deinem Team. Ah ne, es geht so. Als Zeichen deines Sieges verleihe ich dir den Blattorden. Hier, Bruder, hast du den Blattorden. Mit dem Blattorden kannst du auch außerhalb der Kämpfe die VM-Fliegen einsetzen. Außerdem gauschen dir Pokémon Blabla. Außerdem bekommst du Strauchler. Das hört sich sehr geil an. Ich werde das gleich mal überprüfen, ob das gut ist. Ja, sehr gut, alter Mann. Danke sehr. Sehr freundlich von dir. Ich hoffe, du wirst noch lange leben und nicht sofort sterben. Das wäre natürlich nicht so cool. Eventuell würde ich dann Elodie hier setzen in dieser Arena. Das würde ich natürlich sehr stark feiern. Aber das nur so nebenan. So, ich überprüfe sofort mal, ob Strauchler was kann. Ob das eine gute Sache ist, die man einem Pokémon beibringen könnte. Mal gucken. So. Hört sich auf jeden Fall sehr cool an und mein Dingens ist vorhin gestorben dadurch. Gras lässt das Ziel strauscheln. Je schwerer das Ziel, desto mehr Schaden wird verursacht. Oh mein Gott, ich denke, das hört sich sehr gut an für mein Dingens. Aber das ist eine spezielle Attacke, das heißt, es würde nicht so viel Schaden anrichten, so gesehen. Das ist dennoch etwas doof. Na, ich glaube, ich werde es einfach mal so stehen lassen. Ja. Ne? Ich wollte noch irgendetwas überprüfen bei meinem Team. Ich weiß leider nicht mehr was. Mal ganz schnell rapide gucken. Bei dem nicht. Bei dem auch nicht. Bei Logok vielleicht. Der hat Aeroas. Okay. Feuerfeger und Steigerungshieb. Das kann man so stehen lassen. Und Feuerfeger ist sehr ungenau. Ich bräuchte eine bessere Feuerattacke, die etwas genauerer ist. Ja. Der ist auf den physischen Angriff und nicht auf den speziellen. Deshalb würde die Attacke von vorhin gar nichts bringen. Und Samenbombe ist Boss. Damit kann ich sowieso alles zerstören. Okay, mein Team ist sehr ausgeglichen und der Level von Lapras ist sehr, sehr in die Höhe gestiegen, was mich sehr freut. Ich werde auch versuchen, die anderen auf dem gleichen Level zu bringen. Das wird etwas schwerer sein. Denn wie gesagt, die sind etwas schwächer und man muss sie halt etwas trainieren, bis sie eigenständig kämpfen können. Ja, zumal mit Balgoras wird es, glaube ich, am schwersten. Weil, ja, bisher kamen fast nur Pflanzen- und Wasser-Pokémon und gegen die hat er leider nicht allzu viel in der Hand. Und, ja. Ich hoffe, dass wir demnächst irgendetwas zu kämpfen bekommen, das auch er besiegen kann, ne? So, ich habe jetzt nicht unbedingt einen Plan, was wir jetzt machen müssen. Mal gucken. Ey, Flordelis oder so. Ich habe von Professor Platan gehört, dass du die Mega-Entwicklung gemeistert hast. Meine Glückwünsche zu dieser tollen Leistung. Damit hast du den Grundstein für eine noch glanzvollere Karriere gelegt. Der Schmutz von gestern lässt sich nicht mit dem Schmutz von morgen überdecken. Wenn du nach einer neuen, reinen Welt der Schönheit strebst, gibt es nur einen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Nimm diese Worte als Denkanstoß mit auf deinen Weg. Der Typ ist etwas komisch mit seiner Denkweise von Schönheit. Was meint er mit Schönheit? Es gibt diverse Art und Weisen, wie man Schönheit interpretieren kann. Also ich würde Schönheit eher als Harmonie bezeichnen. Also einfach eine Welt, die harmonisch drauf ist. Also dass jeder halt miteinander sehr gut auskommt und ja, wisst ihr Bescheid. Aber was er mit Schönheit meint, ist gerade so fraglich. Keine Ahnung. Hahaha, tut mir leid, wir wollten dich nicht in Verlegenheit bringen. Wir haben gar nicht wirklich auf dich gewartet. Wir waren im Auftrag von Professor Platan unterwegs zum Kraftwerk. Aber das Tor zwischen Illumina City und Route 13 ist aufgrund eines unerklärlichen Stromausfalls geschlossen. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Also gut, du hast bereits den Zentral- und den Küstenbereich der Kalos-Region bereist. Was wird noch auf der Liste? Ganz richtig, der Gebirgsbereich. Warte, ich erweitere deinen Pokédex gleich mal auf den fehlenden Bereich. Danke, Bruder, voll chillig von dir. Das hilft mir irgendwie schon etwas. Und jetzt bitte hör auf zu labern, denn ihr nervt mich gerade zu Tode. Danke, sehr, sehr, sehr freundlich. So, wo sind wir? Auf Route 13 Illumina Steppe. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Okay, das hier wird jetzt voll krass. Hier kann ich Lapras unendlich krass trainieren und ich glaube, das werde ich tun, aber offscreen, weil ich hier gerne alles auf Level 40 bringen würde. So offscreen, so jeden trainieren, wisst ihr Bescheid. Denn hier gibt es sehr gute wilde Pokémon, die man hier begegnen kann und die bewegen sich so voran. Warte, ich kann es euch gleich zeigen. Seht ihr dieses Dingens auf dem Boden? Das da? Das sind wilde Pokémon und das sieht dann so aus. Sie springen aus dem Boden heraus und bekämpfen uns. Also auf jeden Fall, ja, möchten sie das. Und hier ist ein Knackleon. Ein sehr gutes Pokémon, das man später in ein Libeldra entwickeln kann. Falls man Lust hat, in diesem Spiel gibt es sehr viele Drachen-Pokémon, die ich finde. Und man hat wirklich eine Qual der Wahl, was man nehmen möchte, um sein Team halt... Also einfach, was man nehmen möchte, um zu trainieren. Denn es gibt wirklich sehr viele Drachen. Die geilsten Drachen gibt es in diesem Spiel zu fangen. Außer Dragoan bekommt man, glaube ich, nicht. Glaube ich. Ich weiß es leider nicht.
Auf jeden Fall bekommt man ihr Kindwurm irgendwo zu fangen. Das wisst ihr bereits, glaube ich. Hatte das irgendwo in einem Part gezeigt. Dann bekommt man noch, ja, das hier. Und dann bekommt man noch sehr viele andere. Also einfach die geilsten Drachen, die ihr kennt, die gibt es hier. Und ja, wisst ihr Bescheid. Ich werde mir jetzt hier mal Zeit nehmen, um zu trainieren. Ich werde Lapras auf Level 40 bringen. Und mein Schwert-Pokémon auch noch. Und noch die zwei anderen werde ich mir auch eventuell auf Level 40, ja, einfach trainieren lassen oder trainieren, Level aufsteigen lassen, was auch immer. Das wird eventuell etwas dauern und deshalb werde ich das offscreen machen und ich werde deshalb auch sagen, dass wir das erst im nächsten Part tun. Denn diese Stelle ist geil, hier gibt es einiges zu erforschen und dann begeben wir uns auch zum Kraftwerk, wo etwas passiert ist, das wir gerade nicht wissen, auf jeden Fall etwas sehr Skurriles und das werden wir auch im nächsten Part erst erforschen. Also Kinder, wenn es gefallen hat, könnt ihr mich wie immer mit einem Daumen hoch unterstützen. Wir sehen uns an dieser Stelle im nächsten Part wieder. Ich sage tschüss. Euer Bladeus.